Junk Protector, that comes episode 2570, and it's chocolate chips again, and this time it's a special edition, a special flavor, it's the crunchy pretzels. Yep. It says, there it is again, and it will be only for a short time, alright. And these are like the standard flavors. Yep, both very good. So, let's have them. So, blue bag. Here we go. So, yeah. Bag can come on out. And this totally reminds me of this Milka Snacks pretzels, which is like, yeah, very much similar product, very much the same. It's a like chocolate coated mini pretzel. So I eat it now. Mm-hmm. Yeah, salty, crunchy, and sweet. Very cute. And I think I will cut one now. Okay, I always cut stuff. Yeah, it's like the Milka. So it's a crossover between a snack and a candy. I think I'm rating this gourmet. That's very salty. I think you have to decide on your own whether this works for you. Salty snack. For me personally, I think it's kind of distracting. I don't like it too much. But yeah. Yeah, please share your thoughts on this issue, salty candy. And otherwise, nothing more to say. I can tell you about the nutrition facts and stuff. So. Sugar 30% and fat 22.2. I have to cough because it's so salty. Thanks for watching. Next language. So, das ist jetzt Chocolate Chips in einer Geschmacksrichtung namens Knusperbrezel. Ja, muss es schon mal gegeben haben. Und gibt es nicht immer. Haben sie jetzt mal wieder produziert ein paar Chargen. Und das sind die Standard-Flavors, die Standard-Geschmacksrichtung. Einer hat es, glaube ich, sogar Hall of Fame bekommen. Und genau. Und es schmeckt einigermaßen salzig. Ich muss davon sogar husten. Erinnert mich sehr stark an dieses Milka Snacks Brezel. Also, ja, ist eigentlich dasselbe. Sind halt schokolierte Mini-Brezeln. Ist Gourmet. Also, was ihr hier habt, ist halt, ihr habt ein relativ salziges Mini-Brezel und drüber eine Schokolade. Das heißt, ihr habt gleich eine salzige Süßigkeit. Und ich finde das ein bisschen verstörend. Ja, das gibt es auch nicht so oft. In Ami-Süßigkeiten gibt es das manchmal, dass die auch ein bisschen salzig sind. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Ich würde mir auf alle Fälle die normalen Schokochips kaufen. Aber ich bin da nicht so, dass ich es fail reinhaue, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der tatsächlich salzige Süßigkeiten mag. Wenn ihr so einer seid, gebt doch mal Bescheid. Niedlich sehen sie ja aus, ne wahr? So kleine Gesichter, die schreien. Oh. No. Oh. Gut, das war's mit der Folge und danke, dass ihr zugesehen habt.